Mahlzeit und herzlich willkommen zurück im Freiluftknast. Dieses Kastell gehört jetzt Lester, denn er ist der Besitzer der Urkunde, welche ihn als Besitzer ausweist. Aber ich kann natürlich absolut verstehen, dass er jetzt hier in seiner neuen Immobilie erstmal ein bisschen Zeit verbringen will, etc. Aber abgesehen davon haben die restlichen drei Jungs vor, sich endlich mal wieder zu treffen. Denn in der Zwischenzeit, das kann wohl keiner von der Hand weisen, haben sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Und da müssen natürlich auch die Jungs aus den verschiedenen Lagern ihren Zusammenhalt erneut beschwören und sich ein bisschen drauf einstimmen, was es denn jetzt zu tun gilt. Das heißt, Lester, ich muss dich jetzt, so leid es mir tut, aus deinen verstaubten Gemächern hier erstmal wieder rauslocken, wo auch immer du sein magst. Ich hoffe natürlich, dass ich dich überhaupt antreffe. Könnte natürlich auch sein, dass du dich ganz woanders befindest, was ich aber nicht hoffe, logischerweise. Und ich verlaufe mich hier gerade drin. So ein fettes Anwesen, das eher einem Labyrinth gleicht. Hier haben wir es da unten war er doch zuletzt. Oder ist er vielleicht doch wieder im Sumpflager? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass der hier ist. Aber wo? Wahrscheinlich in der Bibliothek. Klack, 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 klack. Also Gorn habe ich Bescheid gesagt. Milton und Diego habe ich auch Bescheid gesagt. Das heißt, Lester ist wirklich der Letzte im Bunde, der noch informiert werden muss. Aber was sage ich mit Lester? Wollte er nicht Verstärkung holen? Ah ja, hier. In Lektüren vertieft. Blitzt seine Glatze schon aus weiter Entfernung, aus der Dunkelheit, hervor. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Das geht überhaupt Diego nicht. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen, an eurem üblichen Treffpunkt. Mit ihr. Oder aber auch Zeit. Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Ja! Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Meister Iberion. Auf den Weg machen. Krass. Der Schläfer möge dich behüten. Meister Iberion hat's verstanden. Ich glaube, der hatte großes Verständnis dafür gehabt, dass ich die Barriere mittels meiner Gedankenkraft sprengen möchte. Scheiße, Mann, der falsche Anführer in dieser Kolonie ist abgekratzt. Hätte nicht einfach Gomez statt Iberion draufgehen können? Dann hätte ich jetzt hier einen mächtigen Mann an der Seite, der meine Ausbruchspläne bestimmt unterstützen würde. Weil jetzt hat er erkannt, der Schläfer ist ein Arschloch. Und nach dem Satz, den Lester hier gerade rausgehauen hat, kann es ja eigentlich gar nicht anders sein, als dass er mich darin supporten würde. Mit Kraft meiner Gedanken gegen die Barriere vorzugehen. Ne? Okay, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Beim letzten Mal gab es ein Treffen mit Urshak. Der hat mir verraten, ich muss in die freie Mine, um von seinem Kumpel ein Ulumulo abzusahen. Bla bla bla. Alles nichts Neues. Aber soll ich jetzt zuerst mit Xardas reden? Oder soll ich erst mit Xardas reden, wenn ich schon das Ulumulo habe? Nee, wenn ich jetzt schon mal in der Gegend bin, werde ich nochmal mit Xardas reden. Auch wenn das bedeutet, dass ich durch die Nacht latschen muss. Aber was soll es? Schöner Sternenhimmel, nächtliche Geräusche. Gibt Schlimmeres. Ich könnte mich jetzt teleportieren, aber von der Entfernung habe ich Schiss, dass es abschmiert. Darum lasse ich das lieber mal sein. Solange könnte ich euch ja mal ein paar Takte erzählen. Zunächst mal hier ein schwebender Mondschatten, aber das gibt inhaltlich jetzt natürlich auch nicht so viel her, dass wir damit die gesamte Reise zu Xardas Turm überbrücken können. Naja, an alle Neuen, die dazugekommen sind, euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass am Ende jedes Videos immer ein anderes Video verlinkt ist, welches heißt, so könnt ihr mich unterstützen. Ebenso gibt es unten in der Videobeschreibung eine Kategorie, die nennt sich, so könnt ihr mich unterstützen. Ich würde, wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das mal tun würdet. Denn natürlich freue ich mich auch über jeden kleinen Support, der auf diesem Kanal zustande kommt. Einerseits kann man mir natürlich regelmäßig auf Patreon oder
willkürlich, wenn man mal will, auf PayPal eine Spende zukommen lassen, wofür ich extrem dankbar bin. Das ist richtig nett, dass manche das machen. So als kleiner Ausgleich für die Videos. Aber wenn jemand sagt, okay, ich mag deine Videos zwar, ich schaue die gerne, aber dafür Geld hinzulegen, oder jemand hat auch nicht das Geld, so kann ich absolut verstehen, denn YouTube ist kostenlos und meine Videos sollen auch weiterhin kostenlos bleiben. Ne? Der Punkt ist, viele YouTuber machen ja Product Placements. Und ich sag mal so, wenn mir jemand wirklich ein Produkt, ein Deal mit einem Produkt anbieten würde, was mir gefällt und so, und wo ich authentisch drüber reden kann, dann würde ich das auch annehmen. Aber ich hatte mal ein Angebot zum Beispiel mit einem Handy. Was soll ich darüber reden? Das hat nichts mit meinen Videos zu tun. Und solche Sachen, sowas lehne ich halt ab, weil wozu? Wäre halt einfach nur unauthentisch. Und der Punkt ist, es gibt aber eine andere Möglichkeit, wie ihr keinen Cent zahlen müsst und mich trotzdem diesen Kanal unterstützen könnt. Und zwar meinen Amazon Affiliate Link. Und das ist einfach ein Link, der führt euch auf Amazon. Und wenn ihr dann über diesen Link auf Amazon gekommen seid, dann was kauft, kriege ich einen kleinen Anteil, ohne dass ihr einen Cent drauf zahlen müsst. Kostet euch nichts mehr. Und der Vorteil ist natürlich, dass je mehr ich dazu verdienen kann über diesen Kanal, über solche Kleinigkeiten, desto mehr ist gesichert, dass immer regelmäßig Videos kommen. Ganz klar, weil je mehr ich darüber verdiene, desto mehr Zeit habe ich, die Videos aufzunehmen. So, schwupps, einmal durchgespeichert und einmal die Teleportation zu Xalas hoch angetreten. Wo haben wir das denn? Auf welchem Knopf? Zack, Dämonenbeschwörer. Nicht abschmieren. Okay, sehr gut. Man muss einfach nur das Mantra nicht abschmieren, stets wiederholen. Und zack, kommt man oben an. Wisst ihr, so muss ich auch nicht irgendwas promoten, was ich eigentlich gar nicht promoten würde. Ihr kauft einfach, was ihr kaufen wollt. Ja? Ihr kauft, was ihr sowieso kaufen würdet. Wenn ihr nicht kaufen würdet bei Amazon, dann braucht ihr auch nicht. Aber wenn, überlegt einfach mal, ob ihr nicht diesen Link verwenden würdet. Würde ich mich extrem drüber freuen. Vielen Dank. Und vielen Dank überhaupt an alles, was hier seit diesem Let's Play abgeht. Ich denke, ihr habt alle mein 10.000 Abonnenten-Special gesehen und wisst, was mir das bedeutet, eure Kommentare zu lesen. So, Bursche, zum Thema Kommentare lesen. Ich unterbreche dich jetzt mal kurz. Xalas hat nämlich auch einen YouTube-Channel. Nur gibt es in der Gothic-Welt natürlich noch keine Mobile Devices und so weiter, wo er seine Kommentare lesen kann. Das heißt, er kriegt die per Brieftaube, muss aus den Briefen erstmal ein Buch binden und liest sie dann genüsslich. Deswegen dauert es auch immer ein bisschen, bis Xalas auf Kommentare antwortet. Müsst ihr euch nicht wundern. Aber er liest sie, er liest eure Kommentare. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel sehr gut, dass und bringen es gemacht ihm seitdem hat. Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Ganz ruhig. Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Ganz ruhig, Mann. Aber das ist wieder die Thematik, die ich beim letzten Mal angesprochen habe. Xalas ist die ultimative Autoritätsperson, ne? Wenn du dann irgendwie, erstens, er will nicht, dass du mit irgendwelchen scheiß Kleinigkeiten ankommst, wie zum Beispiel, es gibt da einen Ork, der bla 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 bla, ist ihm scheißegal, juckt ihn nicht mal ansatzweise. Er will einfach nur Resultate sehen. Und so ist das halt auch im Leben. Letzten Endes zählen nur die Resultate. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, was mache ich? Gehe ich direkt ins neue Lager oder schlachte ich noch die Razor da unten ab? Ich werde mal versuchen, in See reinzuspringen. Lass mal eine Fackel raus. Ist ja nicht unbedingt tragbar, was hier lichttechnisch gerade vonstatten geht. Na, zack. Einmal eine Runde durchgespeichert. Geil, Mann, die Fackeln da unten brennen immer noch, die ich entzündet habe. Dieser Schrei immer. Also, warte mal. Wie viel Erfahrung fehlt noch? 14.
Oh, es fehlen noch fast 10.000 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Das heißt, Erfahrung habe ich nötig. Und ich will natürlich so schnell wie möglich in den vierten Kreis der Magie aufsteigen. Also werde ich die ganzen Razor, die hier am See da sein, fristen, auch noch eliminieren. Feuerwarane sind hier auch ganz in der Nähe, das weiß ich mit Bestimmtheit. Weil ich das Spiel natürlich auch nicht zum ersten Mal... Oh, fuck. Scheiße, Spruchrolle verschwendet. Egal, nicht schlimm. Wo ist mein Licht? Ich sprach, es werde Licht. Doch es funktionierte nicht. Top. So, jetzt wollen wir hier noch einen draufsetzen. Boah, sieht das geil aus. Habt ihr es gerade mitbekommen? Ich habe einfach richtig schön mir einen reingeglitscht. Wenn man nämlich den Pfeil nach vorne ganz schnell drückt während des Zauberns, dann macht er nicht jedes Mal die ganze Animation. Ich weiß gar nicht, ob es dadurch schneller geht. Ich glaube, weil der füllt sich auch so auf der Balken. Aber auf jeden Fall bekommen wir auf dem Wege eine besonders geile Lightshow geliefert. Okay, ich werde mal probieren, ob Kugelblitze, also gegen Feuergolems, sind Blitze auf jeden Fall effektives Mittel. Mal abchecken, ob das auch auf Feuerwarane. Ja, passt. Scheiße. Boah. Bastard. Alles klar, da muss ich mir eine alternative Taktik ausdenken. Ich muss auf jeden Fall eine Position einnehmen, wo sie mich nicht so schnell erreichen. Möglicherweise hilft's auch, wenn ich diesen Talisman anlege, den Urshak mir gegeben hat. So, hier geht's rüber zur Orkstadt, richtig? Okay, der eine hat mich schon gewittert. Was muss ich tun? Ich muss auf jeden Fall versuchen, die einzelnen... Okay, einzeln rauslocken ist nicht... Lauf. Okay, einmal getroffen, zack, direkt abgefackelt. Das ist natürlich kein Zustand. Wie es der glückliche Zufall will, befindet sich direkt nebendran dieser verkrüppelte Baumstumpf. Ja, eigentlich mehr als ein Baumstumpf ist. Es ist ein ganzer Baumstamm, der bei einem kräftigen Sturm, wie zum Beispiel Sturmtief Eberhard, welches ja vor kurzem mir tobte, wie Zuschauer meines Outdoor-Kanals wissen, Link zum Outdoor-Kanal in der Videobeschreibung, Klammer zu. Es ist ein entwurzelter Baum und... okay, sehr gut. Genau da wollte ich dich haben. Die Ausnutzung von Bugs und Glitches ist fester Bestandteil eines jeden ordentlichen Gothic-Playthroughs. Oh, scheiße, Mann. Wo ist denn der hingeflogen? Sorry, dass es gerade so dunkel ist. Ich mache euch mal ein bisschen Licht an. Ich will ja, dass er was erkennt. Düm, düm. Ich will natürlich auch, dass er was hört, was gerade durch die mega laute Mucke ein bisschen erschwert wird. Exzellent. Trank rein. Mach hinne. Guck mal, die Kampfmusik setzt sogar schon aus. Ach, so geringe Bedrohung sieht sie, die Warane, die da unten rumgammeln. Und keine Anstrengung. Werden sie schlau werden, würden sie den Baumstamm, auf dem ich hier stehe, in Brand setzen. Hä, wo sind sie denn? Beziehungsweise ich weiß, wo sie sind, aber ich will sie anvisieren. Da, der. So, jetzt. Finaler Streich gegen den Burschen. 500 pro Exemplar. Das ist mir natürlich eine Freude. Und... Ja, komm. Scheiße. Alles klar, was ich jetzt als erstes mache, ich muss den Erfolg erstmal bespeichern, den ich soeben errungen habe. Anschließend Kugelblitz zücken und erstmal ein bisschen auf Distanz gehen. Wow, genüsslich runtergeschlittert. Okay, jetzt. Komm schon. Bam, mach mal fix. Okay, geil. Das heißt, die Krallen. Ja, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht alle Feuerwarane abschlacht, weil es gibt eine gewisse Zutat, die wir natürlich bald noch für die Story brauchen, welche die Kollegen hier so also nicht bei sich haben.
Aber es gibt ja noch weitere Feuerwarane. Also ich weiß nicht, ob man sich damit die Hauptstory tatsächlich verbauen kann, indem man vorher schon alle Viecher tötet. Ich hoffe einfach, dass die dann im ausreichenden Maße entweder nachspawnen oder dass ich halt einfach noch nicht alle erwischt habe. Schattenläufer und so habe ich mir auch noch extra noch Vorrat übrig gelassen. Ach komm, wird schon hinhauen. Oh, na, Alter, das war jetzt nicht so klug. Und noch weniger klug war es, hier einfach nur mit einem scheiß Hammer bewaffnet. Boah, jetzt habe ich aber Schwein gehabt. Dass ich hier gerade auf so einer Distanz bin, dass die Viecher mich nicht wittern. Gut, es ist Nacht. Zwar haben die verschärfte Sinne bei Nacht, aber auch da sehen sie nicht so gut wie bei Tage, obwohl so ein leuchtender Lichtball natürlich tausendmal mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, als wenn ich hier einfach in Seelenruhe bei Tag rumlaufen würde. Ah ja, okay, interessant. Die schleichen sich also auch an, so wie Snapper. Das ist sehr gut zu wissen. Das kann ich mir zunutze machen. Zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt noch ein bisschen Zeit hatte, genau diesen Kommentar darüber, dass sie das tun, abzugeben. Was ich nicht gehabt hätte, wenn er wutentbrannt direkt auf mich zugestürmt wäre. Ich liebe den türöffnenden Sound in Gothic. Einer der schönsten Sounds der Welt. Boah, das ist eine Orktrommel, wie man sie in einer der vorherigen Folgen bei der Minecrawler-Aktion in der Orkstadt gesichtet haben. Hier ist tote Hose. Schaut's hier aus. Nein, nicht ganz so tote Hose. Schattenläuferfälle. Das Fell eines Schattenläufers. Das ist ja ein Vermögen wert. Kennt ihr den Spruch noch von Bosper? Schwupps. Okay. Seraphis. Oh, endlich Tageslicht. Innos. Erweist mir die Gnade, die Sonne aufgehen zu lassen. Okay, sehr gut. Da schleicht noch ein weiterer. Oh. Ganz ruhig. Wie viele sind denn das jetzt? Also auf jeden Fall mal einer der zwei, die direkt im Angriffsmodus sind. Ja, guck mal, da boxt hier ein paar von denen um und bist schon wieder um 1000 Erfahrungen reicher. Jetzt sind wir nur noch knappe 5000. Bisschen mehr als 5000. Sind wir es nur noch entfernt vom nächsten Level. Und ich meine, bei den Viechern hier geht das flott. Und natürlich die Feuerwarane haben einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet. Aber vergesst bitte nicht, dass ich die weiteren Feuerwarane mir jetzt erstmal aufsparen möchte. Aus den genannten Gründen. Das Geile ist halt, dass dieser Heilungszauber wirklich schon eine eigene Melodie hat. Das ist nicht einfach nur ein schöner Klang, der da kommt, sondern es ist eine Melodie. Und da nicht mitzusingen, fällt mir natürlich bedeutend schwerer, als es mir bei einfach nur einem Ton fallen würde. Mahlzeit! Boah, Alter! Kleines Backfest hier. Zack. Also ich meine, spätestens nach der Rückeroberung der freien Mine werde ich natürlich in der Lage sein, in vierten Kreis aufzusteigen, aber wenn sich das vorher schon irgendwie bewerkstelligen ließe, dann wäre ich natürlich dem auch nicht abgeneigt. Boah. Eine fette Meute. Okay, jetzt muss ich mal taktisch vorgehen. Taktik 1. Schlucken. Taktik 2. Zücken. Taktik 3, ballern, okay. Taktisch vorgehen, größter Witz auf Erden. Das ist natürlich das Gegenteil von taktisch. Das ist eigentlich im Prinzip richtig dumm. Weil ich so die ganze Horde zu mir herlock. Was hast du getan? Wer sagt denn das nochmal? Irgendjemand in Gothic sagt das. Was hast du getan? Du hast bla bla. Ah, sehr gut. Aber ich hab... Boah, der Schatten von dem Viech gerade. Habt ihr das gesehen da hinten? Die Gruppe wurde zersprengt. Boah, unsichtbar. Nein! Tarnumhang ist wie immer eine richtig fiese Sache. Dürfte den eigentlich nicht durch
abgegangen. Ich will mal testen. Nee, ich glaube nicht, dass ein Feuerball so viel Schaden wie ein Kugelblitz macht. So. Obgleich ich gerade selbst feststellte, dass das keine kluge Taktik ist, werde ich sie trotzdem wiederholen. Weil ich werde vielleicht erneut in der Lage sein, die Gruppe zu zerschlagen. Oh, ist das eine Sackgasse? Ja. Oder ist das Wasser zu tief? Oh, die versperren mir einen Weg. Die sind richtig intelligent. Da merkt man schon so. Das sind schon höherrangige Echsen, ne? Richtige, im wahrsten Sinne des Wortes, Intelligenz-Bestien. Oh, scheiße, Mann. Irgendwo ins Abseits reingeballert. Dum, dum. Dum, dum. Knurren geht er zu Boden. Ah. So, du noch. Aber das hier ist eigentlich eine gute Stellung, weil die häppchenweise einer nach dem anderen hier hochgeklettert kommen. Au. So, jetzt nur noch du und ich. Alter, die beißt einmal zu. Der beißt richtig ins Leere rein. Das ist so... Scheiße. Das ist so richtig wie der weiße Hai, der so aus dem Wasser rauskommt und nach einem schnappt. Echt geil, Mann, für so ein altes Spiel. Das war zwar gerade Zufall, dass das hier in der Konstellation aufgetreten ist, aber dass sowas überhaupt geht, sodass der wirklich so seinen Hals hochrenkt und richtig nach einem schnappt, hätte nur noch gefehlt, dass die Zähne so klacken oder auch wie so ein T-Rex, beziehungsweise überhaupt wie ein Jurassic Park und ein Saurier. Einfach so schnappt, aber daneben beißt, versteht ihr? Dieser Effekt ist das, den ich hier gerade richtig live mit euch zusammen erleben durfte. Sklavenbrote. Damit braucht das Spiel mir jetzt auch nicht mehr ankommen. Andererseits habe ich so oft gepredigt, dass alles zu meiner Anreicherung von Wert beiträgt, was ich auch sammeln kann. Ganz gleich wie nichtig. Und dem bleibe ich auch treu, dieser Ansicht. Deswegen wird jede Kralle rausgerissen, jedes Sklavenbrot aufgehoben. Mal schauen, wie lange ich das noch durchziehe. Hä, was ist mit meinem Mana los? Ach, Alter, hier schwebt jetzt einfach mein gesamtes Magie-Repertoire, schwebt jetzt hier munter um mich rum. Was ist mal hier Geschicklichkeitsbonus? Eigentlich könnte ich den einfach reinsaufen. Nice, Hofer. Komm, rein damit. Wozu den Kram noch aufheben? Macht gar keinen Sinn. So, heilender Kraft. Ich werde eh nicht mehr intensiver auf Geschicklichkeit gehen. Zack. Und jetzt wird den Kollegen hier kurzer Prozess gemacht, was er bei Beißern... Hey! Was er bei Beißern immer besonders leichtes Spiel ist. Weil die nicht mal eingreifen, wenn man ihre Artgenossen dahin brutzelt. Die sind so, weißt du, die sehen so, wie ihr Kollege abgebrutzelt wird, sagen so, ich habe nichts gesehen. Ja, ja, ist okay, du hast gewonnen. Und die fressen einfach so unbehelligt weiter, als wäre nichts. In der Hoffnung, dass ich sie dann übersehe. So die Taktik Unsichtbarkeit durch Unscheinbarkeit ist, dass die dir in die Wege leiten. Aber wenn sie glauben, dass der Shit funktioniert, dann haben sie sich natürlich geschnitten. Wie ich jetzt hier eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte. Einzige, was davor hilft, von mir gesehen zu werden, ist der in diesem Let's Play auch schon öfters von mir selbst gebrauchte Tarnumhang. Ja? Und wisst ihr, was ich jetzt als erstes mache? Den Typen, der hier einen Witz über meine Oma gemacht hat. Pacho heißt er. Ja? Für diesen Frevel abschlachten. Ich meine, ist nicht so, dass ich keinen Sinn für Humor hätte. Aber es gibt Dinge, die gehen einfach zu weit. Und das sind Oma-Witze. Mutter-Witze sind teilweise auch echt schon fies. Aber Oma-Witze sind wirklich das Niederträchtigste, was ein Mensch so bringen kann. Und deswegen stehe ich voll und ganz dazu zu sagen, Pacho hat nichts Geringeres als den Tod verdient. Hi. Ja, ganz genau. Die Eule hat gerade noch meine Worte unterstrichen. Okay, Pacho, was hat denn Erz? Allerhand anderen Schund. Gut. Und jetzt hält mich nichts mehr davon ab,
in mein Heimatlager, nämlich das Neue, zurückzukehren, um endlich diese verdammte Mine von dem Gesocks, welches meint, sie sich unter Nagel reißen zu müssen, zu säubern. Einiges von diesem Gesocks steht in Form von Erzbaronen hier vorm Tor. Glaubt nicht, dass ich mir die nicht auch noch vorknopfen werde, aber das wird zum späteren Zeitpunkt, wenn ich gewiss sein kann, die alle auf einmal besiegen zu können, geschehen. Und bis dahin will ich mich erstmal mit ihren niederträchtigen Kollegen in unserer Heimatmine auseinandersetzen. Ey, Sonnenaufgänge sind schon auch wirklich ein Traum hier. Ich krieg sie nur so selten mit, weil ich meistens, wenn ich nachts unterwegs bin, dann bis zum nächsten Morgen schlafe. Aber einfach mal so eine Nacht im Orkgebiet durchmachen, wie ich es jetzt getan habe, hat schon seinen Reiz. Und es ist mir eine Freude zu sehen, dass dieses Tor jetzt nicht mehr von den zwei Ganoven bewacht wird, welche ich dafür, dass sie mir einst Erz abziehen wollten, nur um quasi zu existieren in diesem Gebiet. Scheiße, wie habe ich den Satz angefangen? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich ihn zu Ende bringen muss. Fuck. Okay. Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Itze, komm schrack, Fahrer. Alles klar bei dir? Ich habe mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Guter Mann. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Noch besserer Mann. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Alles klar, Chef. Ja, das ist natürlich sehr cool. Scorpio, das ist der Typ, der die Gardisten im Innenhof trainiert. Und durch die Aktion hier, dass er Vernunft bewahrt, weiß ich ihn besonders zu schätzen. Zeig mal her. Zeig mir deine Ware. Schau mal, ein Söldner, ein Gardist und ein Schatten existieren hier friedlich nebeneinander. Stärke. Stärke Bonus 20. Ich glaube, ich drehe am verdammten Rad. So, was hat denn der hier noch? Berserker. Berserker Wort. Aber meine Ding ist besser, mein Schwert. Das sieht zwar gleich aus wie das Schwert von Scar, aber es ist nicht gleich geil. Ob ich es jetzt anziehe oder nicht, dieses 20 Geschicklichkeitsamulett muss ich mir sofort kaufen. Oh, der Orkschital, den es mein gibt 1000 Erz, aber verkaufe ich jetzt meiner nicht. Aber ein Amulett, ein schlechteres Stärke-Amulett, welches ich auch habe, kann ich ihm einfach schon mal zum Tausch geben. 160. Stärke-Bonus, Ring der Stärke. Schutz vor Waffen, Ring der Holzhaut. Ach komm, ey. Amulett der Läuterung. Ring der Geschicklichkeit. Ach Mann, ey. Das meiste werde ich eh nicht verwenden, aber ich bin immer sehr knausrig, was das angeht. Drum lege ich einfach mal. Boah, die Axt ist ein Vermögen wert. Egal, nicht schlimm. Machen wir so und dann gleich mal den Rest mit Erz aus, weil ich ja, wie gesagt, stets einen guten Gebrauch von Erz machen kann. Ich habe da meine Erfahrungen und. Okay, dann machen wir das mal anders. Ich lege hier noch ein paar Äxte drauf. Oh, der Hammer natürlich nicht. Falls ich nochmal einem Golem über den Weg laufe, so will ich hammertechnisch stets ausgerüstet sein. Hä, wo ist denn der jetzt? Habe ich ihn jetzt etwa schon wieder zurückgehandelt? Hä, der ist verschollen. Ah, da unten ist ein Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Und schwupps, schwupps, schwupps. Ey, da muss ich ja 10 Jahre muss ich da nach oben scrollen. Wie bin ich überhaupt so weit runtergekommen? Wie konnte ich nur so tief sinken? Ach, ich bin gar nicht so weit unten. Ich bin. Das ist gerade einfach nur eine merkwürdige Anzeige. Weil eigentlich müsste doch mein. Übrigens, Steinbrecher, das sagt schon der Name, geht auch gegen Steingolems. Ich müsste doch meine getragene Waffe oben auch noch angezeigt werden, wenn ich weiter hoch scroll, aber das ist nicht der Fall. Oh, muss ich gucken, dass ich nicht die Menge Erz, die er mit sich rumträgt, überschreit. 2004, oh ja, habe ich schon längst. Okay, nicht schlimm. 2, 4, 7, 8. Dann machen wir hier nochmal
Zwei Bröckchen zurück und nehmen den Handel an. Handschlag. Danke für das ordentliche Geschäft. Mal gucken, Kavalon scheint auch noch einen kühlen Kopf bewahrt zu haben. Der hat zwar gar keinen Bock über die Sache, die im Lager abgeht, zu reden, aber allem Anschein nach hat auch er ein Problem damit, grundlos einfach Mitglieder aus allen Lagern abzuschlachten, zumal ja gar nicht gewiss ist, ob die Schatten sich daran beteiligen. Die Schatten sind eigentlich ganz cool. Erstens Kavalon, der scheinbar neutral bleibt, und natürlich auch Diego. Ne? Die Schatten sind keine zwar höherrangigen, aber stumpfen, schlechter, so wie die Gardisten. Die Gier nach Erz und die immer wieder in ihre Köpfe eingehämmerte Prämisse, dass Gomez Wort auf jeden Fall auszuführen ist, lässt sie Dinge tun, die ihr Karma jetzt nicht gerade unbedingt in die Höhe schnellen lassen. So, zack ins Lager. Jetzt, wo ich schon so nah dran bin, will ich nicht das Risiko eingehen, einen Teleportzauber zu gebrauchen. Ein Risiko, welches aber beim nächsten Mal garantiert eingegangen wird, ist eine fette Prügelei mit einer Menge Erzbarone in der freien Mine, auf dass die freie Mine wirklich wieder so frei ist, wie ihr Name es vermuten lässt. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann freue ich mich schon auf die nächste Folge, in der wir dieses Abenteuer gemeinsam bestreiten werden. Bis dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, gebt den Daumen rauf. Und wie gesagt, denkt mal über die Sache mit dem Affiliate-Link nach. Würde mich sehr freuen. Bis dann. Ciao.